In this treatment, instead of lying on their back, the patient lies on their stomach. Their head is to the side, as our patient is lying on the floor. Should this treatment be on a table, the head would be facing downwards, but should not be overstretched. Position yourself between the patient's legs and begin as before. Close your eyes and relax your body. Concentrate and focus on the forthcoming treatment. Begin contact with the feet by gently placing your palms on the soles of your patient's feet. Glide your hands over the body, down once again to the hands, and take hold of the wrists and lean backwards to stretch the arms in the caudal direction. Traktiere diese mit Gewichtsverlagerung nach hinten meinerseits hier in die kaudale Richtung, also in meine Richtung. Gleite dann hier wieder. Glide back down the legs to the feet. Hold the ankles and lean back to stretch out the patient's legs. Wiederum mit der Ausatmung des Patienten seine gestreckten Extremitäten. Die Behandlung im Bauchlage beginne ich etwas einfach ausgedrückt mit einem Spaziergang. Ich richte mich auf. Begin the treatment with your feet on theirs as shown and walk on them gently, shifting your weight from right to left like a pendulum. You should be relaxed like a feather in the wind. Wenn ich ein Urpendel oder eine Feder im Wind, ein Blatt auf der Welle oder ähnliches wäre, also versuche jetzt nicht irgendwie hektisch zu sein, sondern bewege mich sehr entspannt und geschmeidig und laufe dabei hier auf seinen Fußsohlen. Versuche wirklich mit dem Kontakt mit meinen Füßen seine Fußmuskulatur zu spüren und massiere die durch dieses alternierende Laufen. Das ist der erste Gang. Der zweite ist dann mit den Hacken. Ich behalte Kontakt zu den Fußsohlen. Turn around. Repeat the action, but with your heels on the soles of their feet. Genau so, aber etwas stärker ist jetzt meine Akupressur, da der Hacken nun hier die Fußmuskulatur meines Patienten akupressiert. Kann dadurch auch wunderbar meine eigenen Knie entspannen, die ja natürlich auch bei der Arbeit am Boden sehr beansprucht sind. Andere Möglichkeiten übrigens beim Arbeiten, die Knie zu entspannen, ist hin und wieder mal das eine oder das andere Bein. Another possibility is to use your palms to apply pressure, making sure your center of gravity is over your patient, using all of your body weight. Shift this body weight from left to right. Also wiederum das Gewicht von links nach rechts verlagernd. Und dem folgt das Gleiche mit meinen Fäusten. You can repeat this again with your fists. Your knuckles will act to press many acupressure and trigger points in the feet. Ich sehr gut akupressieren kann und durch die Veränderung meiner Faustposition kann ich ganz viele Fußreflexe und Punkte unbewusst erreichen, sowie auch diverse Triggerpunkte der Fußmuskulatur. Dem folgt eine Akupressur des wichtigen chinesischen Akupressurpunkts Niere 1. An important point in the foot is point number 1 of the kidney meridian. This is a very deep point and can provide effective treatment and relaxation for the patient. Trägt nach der chinesischen Mythologie sozusagen das Konstitutionspotenzial des Menschen, also sozusagen die Ursprungsenergie, und wirkt sehr entspannt. Er
There is an energy transmitted from this point up the leg, and when pressing the point, it is as though a valve has been opened. Und den drücke ich so, dass ich meine Daumen beidseitig dort auf diesen Use your thumbs to press the point on both feet, and with each exhalation, press a little deeper and repeat three times. Mach das ruhig dreimal. Jetzt wandern meine Daumen alternierend. Then shift your weight from side to side as shown. Walking your thumbs up to the middle of the heel, then diagonally to the outside of the foot. Von dort aus bewegen sich diagonal, also als diagonale Linien gedacht, die Daumen erst in Richtung Großzeh bis auf den Großzeh rauf und gehen dann in gleicher Art und Weise wieder zurück. Den folgt die gleiche Linie zu allen anderen übrig bleibenden vier Zehen hin, also immer auf und ab, bis ich dann Repeat this hier, down the lines of the feet, as is indicated here, returning eventually back to the heel and then back to the original kidney meridian point 1. Then press the point a further three times simultaneously on both feet. Den ich dann nochmals ruhig dreimalig hier bilateral, diesmal nicht, also nicht mehr alternierend auf diesem Punkt, akupressiere, indem ich mein Gewicht hineinfallen lasse. Jetzt kann ich sehr gut hier auch Now, from this position, you can stretch out the leg by pulling on the ankle as shown. Position yourself as shown, as this gives you a great range of movement and flexibility. You can, for example, work with your ulna and elbow on the side of the foot. You can integrate mobilization techniques with circling movements, as is shown. Ich kann jetzt hier sehr gut Mobilisationstechniken integrieren, zum Beispiel über diese Kreisung. Oder kann auch sehr gut die Wadenmuskulatur. You can also massage the calf muscle. Interlock your fingers and lean into the acupressure points with your fingers. You can apply pressure to the foot to activate and stimulate the nerves, which may be a little sensitive. Bei Kreuzen meiner Finger habe ich kleine Dehnung noch in der Muskelfaserung, kann ja sehr, sehr effizient und entspannt arbeiten. Könnte auch you can apply pressure to the foot to activate and stimulate the nerves, which may be a little sensitive. Aktivieren, stimulieren, circle your thumbs in different directions. Use the foot as a lever to stretch the muscles of the lower leg. Die Möglichkeit geben, hier in der Wadenmuskulatur an gewissen Punkten tiefer zu akupressieren. Kreise dann wiederum in eine Richtung als auch in die andere und kann hier sehr intensiv arbeiten, kann auch antagonistisch beispielsweise hier über diesen bekannten Hebel wiederum am Tibialis anterior arbeiten und hier durch diese Veränderung der Fußanwinklung die Spannungsverhältnisse im Muskel ändern und gleichzeitig akupressieren. Sehr schön kann ich auch den Psoas aus dieser Position dehnen. Use your knee and leg to hold the body in place as is shown and flex the leg. Raise the leg to stretch the psoas muscle. Wunderbar den Psoas dehnen. Gibt es auch noch eine sehr traditionelle thailändische Variante, wo man das alles noch Turn your body around to rest your feet on your patient's back, as is shown, and raise both legs up, leaning back to stretch the psoas muscles. Beide Beine anheben oder was dann noch extremer ist, nur ein Bein. Raise just one leg in order to give a more intensive stretch. Optimale Stabilisierung.
Cross one leg and place in the hollow of the knee of the other leg. Position your leg as shown to support the raised leg of your patient. From this position, you have good access to the lower back of your patient to press acupressure points with your fingers and massage the upper thigh as well. Und am seitlichen Oberschenkel arbeiten. Hier kann ich vor allem your ability to reach the whole back allows you to treat the bladder meridian line effectively. Aber hab selbst hier schon die with one hand on the shoulder blade and the other one over the pelvic bone, you can give a great diagonal stretch to the back. Eine Hand ist neben dem Schulterblatt, die andere oberhalb der Beckenknochen. Ich habe hier eine wunderbare Möglichkeit, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Es gibt viele Möglichkeiten, am Rücken zu arbeiten. Was man prinzipiell nicht macht, ist das. Man geht mit seinem ganzen Gewicht drauf, so nach dem Motto Schatz. There are many ways to treat the back, but one must definitely not sit on the bottom of your patient. Your whole body weight would be on the patient, which is much too heavy. In professional massage, you must be near your patient, but not intrusive, and you must ensure your weight is over the patient. Als aufdringlich gewertet werden könnte und dazu, wie in dem Fall, auch noch unbequem wäre, da wir unser ganzes Gewicht auf den Patient lagern. One possibility is to straddle your patient, resting your weight on your knees and balls of your feet. From this position, you can easily stretch and massage your patient's whole back. Another possibility is to place your knees on the patient's bottom, as shown. Ich knie hier. Meine Knie sind am Sitzbeinhöcker, hier meine Ballen, habe dadurch hier eine Fläche und kann hier auch mit wenig Belastung wunderbar auf den Rücken arbeiten. Eine andere oder letzte Möglichkeit, die es jetzt noch gäbe, wäre die, ich richte mich einfach auf. You can even stand and lean downwards to place all body weight on your patient. Ich kann hier gut meine Knie entspannen. Alles, was bequem ist und was wirksam ist, ist bei der integrierten Thai-Massage legitim. Aus so einer Position heraus kann ich wunderbar hier an Trägerpunkten im Gesäßbereich am unteren Rücken arbeiten. Your palms should have a small gap between them, so you do not press directly on the spine. Dazu sind meine Unterarme so ein bisschen locker zusammen. Your palms should have a small gap between them, so you do not press directly on the spine. Zu sehen ist, und das ist genau der Abstand, den wir brauchen, um nicht auf die Dornfortsätze der Wirbelsäule zu drücken. Mit dieser Technik können wir walk your palms up the back, over the summit of the thoracic spine, and then back down again. Very simple, yet a very effective treatment. Und dann wieder langsam zurückgehen. Sehr einfache Thai-Technik, aber sehr wirksam. We can now work paravertebral, lateral from the erector muscles, following the bladder meridian. Use all of your fingers to ensure stimulation of trigger and acupressure points. Entspricht Punkt für Punkt akupressieren. Ich benutze hier wirklich wiederum alle Finger. Zwar ist mein Fokus auf dem Daumen, aber work mainly with your thumb and use your other fingers to find and diagnose problem areas. Circle all your fingers and thumbs to treat the area. Lokalisieren und schon mitarbeiten. Also auch die anderen Finger können sich schon so ein bisschen mitkreisen und damit die Wirkung der Behandlung verstärken, obwohl der Akzent hier auf dieser alternierenden Daumenakupressur liegt. Und gleichsam sind unsere Handgelenke hierdurch viel geschützter, als wenn ich das ganze Gewicht auf den Daumen lege, was auch dem Daumen auf Dauer nicht gut tut.
kann hier praktisch die paravertebrale, aber auch die laterale Linie hier, wenn man sich eine Linie neben der Schulter, neben dem Schulterblatt denkt, sozusagen am abfallenden Musculus erector akupressieren. Was auch sehr praktisch ist, you can also cross over your fingers to give an effective treatment. Divers zu verkreuzen und somit auch noch kleine Dehnungsakzente mit in die Behandlung einbauen zu lassen. Ich empfehle meinen Schülerinnen und Schülern immer, apply pressure with your hands to the arms, where you will find the heart meridian, lung meridian, and pericardium meridian. Be sure to avoid applying pressure to the elbow joints. Herz, Herzkreislauf, Lunge, beziehungsweise der Herzkreislaufmeridian wird auch oft Perikardmeridian genannt. Und kann hier über diese Akupressur, wo ich möglichst nicht direkt auf den Ellbogen drücke, wunderbar die Tiefenatmung stimulieren. Es gibt auch noch viele andere Positionen. You can perform the treatment from other positions, using the knee always to hold the body firmly in position. Gewicht auf den Patienten zu sein. Diese gleichen Techniken kann man auch, wenn einem das zu nah ist, hier von der Kopfseite her ausführen. Das heißt, place yourself in an alternative position over the head, as is demonstrated here. This is especially good for working at the neck or thoracic spine. Genau die gleichen Techniken, you can work with the same techniques as before. Akupressurpunkte gehen. Das Schöne ist hier, ich habe die Arme, kann diese Arme beispielsweise hier. Stretch out the arms over your thighs, as is shown. You can perform a good neck massage from this position, creating a pair of pliers with your hands, using your thumbs to work on the neck. Den Nacken massieren und auch hier wiederum über diesen Griff, den hatten wir schon mal am Oberschenkel. Hier an der Nackenmuskulatur arbeiten. Auch lassen sich diverse Dehnungen aus dieser Position ausführen. Raise the outstretched arm for a latissimus stretch or bend the arm and raise for a pectoral stretch, as is demonstrated here. Eine sehr, sehr wirksame Positionierung. Bring your patient back to lying in prone position, facing sideways. Move yourself to the side where your patient is not facing. Der Patient uns nicht anschaut. Sehr günstig ist es hier, eine kurze Handakupressur einfließen zu lassen. Hier fädeln sich die Finger in die Seite. Begin with a hand massage. Intertwine your fingers with theirs. Massage the palm of their hand with your thumb tips. Finger ein und hier zwischen Daumen und Zeigefinger haben wir zwei, weil der Abstand größer ist. Hiermit lässt sich die Hand wunderbar aufdehnen. Ich kann an diversen Akupressur-Triggerpunkten arbeiten und die Handwurzelknochen wunderbar auseinanderdehnen, indem ich meine Daumen überkreuze und mein Gewicht einbringe. Then position yourself next to your patient. Also neben dem Patienten. Interlock your fingers with theirs and rotate the hand to mobilize the joint. Und gleichsam die Finger strecken. Und kann jetzt hier zwischen den Muskelbäuchen using your fingers press on the arm below the elbow between the muscles und über die Handbewegung die Spannung verändern und gleichsam diese Punkte behandeln, kann das hier auf der Flexorenseite und mit den Fingern auch auf der Extorenseite oder auch hier am Trizep arbeiten. Nun fädelt sich hier meine Hand ein. Snake your hand and arms around theirs and pull the arm back to put the shoulder in depression and to raise the shoulder. From here, you can then massage the shoulder with your hand or with your elbow. Das
Schulterblatthebers arbeiten. Könnte wunderbar beispielsweise mit den Ellbogen akupressieren. Komm hier an die Ansätze mit meinem Daumen des Teres Minor, Major und Latissimus ran. Also habe hier auch eine sehr, sehr große Handlungsmöglichkeit, einen sehr großen Aktionsradius. Bend the arm into a right angle, as is shown, and you can then use this as a lever to mobilize the rotator cuff. Pull the arm to release any blockages. Und kann den Arm sehr gut hier über meine eigene Körperdrehung akupressieren und die ein oder andere Blockierung aus der Schulter herausziehen. Habe Möglichkeiten, zum Beispiel auch den Supraspinatus. You can also treat the shoulder blade by resting the patient's bent arm on their back and raising their shoulder and massaging the blade. Also ich habe viele, viele Möglichkeiten, hier interessante Griffpositionen zu finden. Eine sehr schöne Arbeit ist hier. Move yourself into the position demonstrated, with your patient's upper arm resting on your thigh. You can push and treat the shoulder blade, massage the neck. There are a whole range of treatments and techniques you can perform from this position. Musculus subscapularis behandeln, wiederum hier an den Ansätzen von Teres Minor, Teres Major und Latissimus agieren. Am Nacken akupressieren, am Deltoideus, also ich habe auch hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, technische Finesse zu entfalten. Dann gibt es viele Varianten der Schulterrotation, wie diese hier, ein Arm hier unter dem. There are also many variants of rotating the shoulder. You can circle the whole shoulder as shown, massaging the trapezius descendens at the same time. Oder auch hier beispielsweise wiederum am Levator-Ansatz arbeiten. Eine andere Variante ist das. Another variant is to lie the patient's arm on their back and position yourself over their body, your foot holding their leg in place. You can use one arm to raise the shoulder blade and with the other hand press with your fingers into the shoulder blade. Alternatively, press down on the shoulder blade with one hand whilst massaging the neck and shoulder with the other. Am Trapezius kneten. Zum Schluss dieser Sequenz lege ich den Arm zur Seite, dehne nochmal die Hälfte, wo ich gerade gearbeitet habe. Sit across the body and massage the arm with your foot, making sure to avoid the elbow. Simultaneously, use your hands to massage acupressure points on the back and upper thighs. Remember to repeat the techniques on both sides of the body. Ich würde jetzt den Kopf wenden, das gleiche zur anderen Seite machen. Wenn ich beide Seiten durch habe, streiche ich nochmal den Patienten aus. When you are finished with the treatment, bring your patient back to prone position. Pull on their arms and ankles like at the start. Gently release contact with the feet to end the treatment. Halte nochmal den Kontakt und löse dann langsam meine Berührung. Zentriere mich wiederum. Close your eyes and relax. Ask your patient to relax. Manchmal gehe ich auch noch den ein oder anderen Akupressurpunkt an den Füßen.
There are many more techniques to the Ulfpapa manual therapy than integrated Thai massage. These integrate both Western and Thai massage and physiotherapy treatments. Hier handelt es sich um eine Kombination oder besser fast noch gesagt um eine Komposition aus sehr wirksamen asiatischen Elementen mit sehr wirksamen Elementen der westlichen Massage und Physiotherapie. Vieles dazu. You can find more explanations in this book with further therapeutic techniques. With this, you can adapt and extend your own therapy. Should you be interested, you can buy this book online or over the website www.relaxing-art.de. Nach dem Behandeln fühlt man sich oft entspannter als vorher, weil man sich ja auch aktiv und sinnvoll bewegt. Also we hope you enjoyed this video and the techniques you have learned, and that you can share these with your colleagues and friends to extend and improve your own massage therapy. Thank you. Somit schon sehr wirksam sind und ihre therapeutische Handlungsfähigkeit erweitern können. Dieses Buch kann man im Internet oder auch über meine Website www.relaxing-art.de bestellen. Ich hoffe, die Sequenzen haben Ihnen gefallen. Sie haben Anreize für Ihre Praxis bekommen und vielleicht ja, sehen wir uns mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Es macht mir sehr viel Spaß, diese Techniken, diese Therapiekunst anderen Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Vielen Dank.